Hallo zusammen, willkommen Hallo. zum zweiten Podcast-Video zur Gin Story. Wir beide haben uns gedacht, wir nehmen mal wieder ein bisschen was auf. Hat sich das ein oder andere ergeben, storymäßig, so ein bisschen Rezeptthematik. Waren auf der Suche nach dem Rezept, wo ist der Gin entstanden, wo kam er her? Da war so ein bisschen die Idee, dass mir meine alten Lateinkenntnisse weiterhelfen. Na, leider habe ich die nicht. Du hast sie nicht, genau. Ich habe in der Schule fleißig Latein gewürfelt und viele der medizinischen Schriften damals werden auf Latein geschrieben. Also gab es so ein paar Sachen. Wie geht man da vor? Man sucht mal nach Juniper, dem lateinischen Begriff für Wacholder, weil ja bekanntlich Gin aus Wacholder gemacht wird. Wobei Juniper oder Junip-Punkt auch abgekürzt häufiger an den verschiedensten Stellen aufgetaucht ist. Und ja, haben wir mal ein paar Sachen geguckt und gegoogelt und bei Google Books sind wir fündig geworden. Gibt es tatsächlich das ein oder andere Buch vom Franz de Lebeu auch dazu, auf denen irgendwie das Thema Juniper enthalten ist. Und dann gibt es noch so Thematiken, wie man, es wird ja dem Ganzen ja nachgesagt, dass es gegen Magenbeschwerden helfen soll. Und ja, dann haben wir halt geschaut, was haben wir da. Wir haben ein paar Bücher gefunden, die zum Thema mit Juniper oder Rezepten irgendwie in der Art und Weise von ihm veröffentlicht wurden. Uns ist aber noch nicht so ganz klar, ob da wirklich jetzt ein tatsächliches Gin-Rezept hinter verborgen ist. Ich habe dann angefangen, mich mit Apothekerverzeichnissen und deren Abkürzungen auseinanderzusetzen, weil es offensichtlich heute noch so ist, dass gewisse Abkürzungen verwendet werden in der Apotheker oder in den Apotheken generell. Da hat sich also nicht wahnsinnig viel geändert und habe dann versucht, daraus Sachen herzustellen, wie da sind Begrifflichkeiten wie Baldrian rausgefallen und wie gesagt, das eine oder andere zusätzliche noch an Zutaten, muss ich nochmal nachgucken, was das gewesen ist. Und halt, wie gesagt, unsere Wacholderbeere. Und das deutet sich so ein bisschen an, das könnte vielleicht ein Rezept gewesen sein, aber du hattest ja, glaube ich, auch noch mal ein bisschen gegen recherchiert. Immer, ne? Ja, nicht nur das, sondern Baldrian war halt komisch da drin. Und Baldrian wurde abgeleitet von Bakar. Und Bakar ist laut Apotheker-Abkürzung das Verzeichnis, das du nachgeschaut hast, halt Baldrian. Es gibt aber auch die häufige Verwendung von Bakar als Beere. Andersherum. Ich glaube, im 16. oder 17. Jahrhundert hat man das nicht ganz so genau genommen. Das Wobei heißt. Bacar, glaube ich, auch von Bacchus kommt, was wiederum Baldrian auf Latein bedeutet. Das ist dann sozusagen, Okay, also das würde meine Argumentation dann nochmal es gab halt auch unterstützen. die Verwendung von Bacar juniper als Beere. Also wenn man danach sucht oder googelt, findet man solche Zusammenhänge. Insgesamt ist es trotzdem noch so ein bisschen schwierig, weil, das kommt noch erschwerend hinzu, Juniperus oder die Rechtschreibung oder die Genauigkeit, das war immer so eine Sache. Es gibt auch anscheinend Leute, die das einfach mit I geschrieben haben, also I oder J. Der Unterschied ist nicht immer so klar. Ja, Ist es im Lateinischen das ist dasselbe, tatsächlich oder? im Lateinischen so, dass I und J das gleiche ist. Das ist ja so ein Okay. bisschen, dass IU und J auch so gleich verwendet werden. Das ist so ein bisschen, wie man das heutig so mit der Aussprache kennt, dass man bestimmte Sachen so wie F und PF, ne, das war ja so das Analoge dazu im Deutschen. So ist es dann auch mit J und IU quasi im Lateinischen. Okay, das bedeutet also, wenn man nach dem Rezept sucht, ist man jetzt nicht nur bei Juniperus und I-Juniperus, also mit I oder mit J muss man nachsuchen, weil Google das heute schon doch noch unterscheidet. Dazu kommt noch, dass wir ja in einem im 17. Jahrhundert, ich weiß gar nicht so genau, wie das mit den Sprachen war, aber das Ganze fand statt ja irgendwo im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation im belgisch-holländischen Teil, direkt nachdem sozusagen das wieder von Spanien abgetrennt worden ist. Also wir haben spanische Einflüsse, französische Spracheinflüsse, deutsche, flämische Einflüsse, wir haben Latein da nochmal mit drin Wobei und ja Latein immer so die Sprache der Medizin ist. Das ist ja so ein bisschen, ich habe es jetzt nicht validiert, aber es wird ja immer viel gesagt, so gerade wenn man, ich habe auch Freunde, die Medizin studiert haben und so. Latein ist ja nur das Einheitliche, was man in der Sprache, im Medizinischen weitestgehend ja immer verwendet hat. Deswegen hat es mich auch nicht so stark gewundert, dass zum Beispiel so ein Apothekerverzeichnis, was man heute dann irgendwo auf einer Seite von irgendeinem Apothekerverband findet, mit den Abkürzungen,
noch einigermaßen valide ist oder man die Abkürzung von 1600 irgendwann darin wiedergefunden hat. Was es aber auch nochmal schwieriger macht, ist, dass du den, wir suchen ja nach Geneva oder Genevrier oder wie auch immer das dann damals geschrieben worden ist. Und das ist halt nicht die medizinische oder die lateinische Bezeichnung. Wenn ein Mediziner das runterschreibt, dann hat das einen Grund, warum er das nicht mit lateinischer Bezeichnung benutzt. Und wenn man sagt, der Franz wäre der Erfinder gewesen des Genevas, dann wird das Wort Geneva irgendwo geschrieben sein müssen. Oder die französische Variante Genevrier, wie einige da sagen. Mhm. Aber es könnte auch sein, dass es jemand ganz anderes ist. Und wenn wir danach suchen, wenn das erste Rezept da sein soll, dann habe ich zum Beispiel noch gefunden, dass es im Althochdeutschen, was dem Flämischen sehr nahe ist, das Ganze Kravurzbaum auch hieß. So, das heißt, was hieß Kravurzbaum? Die Wacholder. Ach, Wacholder, okay. Der Wacholder. So, und da habe ich dann noch mehr verschiedene Wörter gefunden, die alle auch dort zu der Zeit Verwendung gefunden haben. Und ich habe auch Rezepte gefunden, von denen ich wiederum nicht, ist noch komplizierter als Latein für mich, das alles auseinanderzuhalten. Aber das ist so der Stand, wo wir gerade stehen. Also wir haben ein paar Rezepte gefunden, wir müssen es aber noch validieren. Und wir müssen dann auch das falsifizieren, weil die Annahme, dass Junipergus das erste ist oder Geneva oder wann ist es ein Destillat, wann nicht, ich glaube, da gibt es noch eine Menge aufzuklären. Ja, definitiv. Also es hat schon gezeigt, so diese Rezeptsuche an sich, man hat so das Gefühl, okay, man ist da auf dem richtigen Weg. Man findet von Franz de Boeuf verschriftliche Rezepte, die sich irgendwie darauf schließen ließen, dass es was mit Wacholder zu tun hat, was auch diesem Gerücht dieser Magenschmerzthematik nachgeht. Ja. Aber so, was du ja auch sagst, ist das jetzt Destillat? Was ist mit dem Thema Geneva? Ist da nicht wirklich drin untergebracht? Ist ein Punkt, der sozusagen noch im Raum steht, wo noch nicht ganz klar ist, wie passt das zusammen? Also eigentlich wieder ähnlich wie beim letzten Mal auch, so man hat wieder ein Thema, was nicht so 100% greifbar ist, wo man nicht so ganz weiß, ja, passt, genau so ist es niedergeschrieben von ihm, jetzt wissen wir es, jetzt ist es genau so, sondern es ist mehr so, eigentlich schafft es mehr Fragezeichen als Antworten, oder? Genau, und ich bin auch nochmal hingegangen und habe mir ein paar Seiten angeschaut, die behaupten, sie hätten die Geschichte des Gins mal aufgeschrieben. Und ich habe mir einfach die ersten Google-Suchbegriffe angeschaut, ich glaube die ersten 10. Und oder hast du gegoogelt? Nach die Geschichte des Gins. Okay. Und habe dann einfach 10 Ergebnisse gefunden. Mhm. Und die 10 Ergebnisse waren eigentlich komplett anders. Also grundsätzlich komplett anders. Einige haben den Franz de Boeuf gar nicht drin gehabt, andere sagen, das ist der Erfinder, der nächste sagt, er hat es in seiner Apotheke verkauft, dann war es wieder dieser Herr de Boeuf, der so ähnlich hieß. Wir sind auch in verschiedenen Jahrhunderten tatsächlich gelandet, von 1200, 1400, 1600, 17. Jahrhundert. Und was wir schon mal gemacht haben, ist, wir haben ein kleines Gin-Wiki angefangen, indem ich diese Geschichten, wir haben ja gesagt, wir wollen auch die Herkunft und das alles auch mal so ein bisschen dokumentieren, wo denn die Quellen herkommen, einfach mal angefangen habe reinzuschreiben und zu schauen, wie können wir denn das Ganze validieren. Und da gibt es auch schon ein paar erste Einträge dazu. Die ersten Urkunden sind auch schon hochgeladen worden, könnt ihr euch anschauen, so Heiratsurkunden von Franz de Leboeuf und mit Quellverzeichnis, mit einem Bild davon, also nicht nur geschrieben, der war da in Leiden, sondern tatsächlich Foto der Urkunde mit Quellenangabe, dass das jeder nachvollziehen kann. Das sind so die ersten zaghaften Schritte, die ihr dann auch bei uns auf der Seite deleboeuf.com unter dem Wiki dann auch schon mal finden könnt. Das ist noch nicht viel, das wissen wir, aber... Das heißt, wenn wir jetzt mal so ein bisschen überlegen, wir haben jetzt heute das zweite Video, zweiter Podcast, wo stehen wir? Wir hatten im Prinzip beim letzten Mal angefangen, der Klassiker, Wikipedia, da steht Franz de Leboeuf hat es erfunden. Ja. Guckt man mal ein bisschen links und rechts, stellt sich fest, ist gar nicht so, auf einmal tauchen andere Namen an, nochmal einen Schritt zurück gemacht, die Gin-Story, einfach mal Geschichte des Gin gesucht und 10 quasi völlig verschiedene Varianten gefunden. Dann ich glaube, wenn ich noch 10 weitere gesucht hätte, hätte ich noch 10 Varianten mehr gefunden. Ja, weitere Abwandlungen. Ja. Und dann jetzt mal versucht, okay, lass uns das Ganze mal anhand eines Rezeptes versucht zu belegen. Das war jetzt so die Idee, warum wir heute nochmal hier sitzen und sprechen. Wir stehen jetzt im Prinzip an, das Rezept haben wir nicht gefunden. Wir haben
Oder wir wissen es noch nicht. Oder wir haben es schon gewusst, wir sind noch nicht in der Lage, daraus herzuleiten, genau, dass es ein tatsächliches Rezept für die Herstellung eines Gins ist oder Gins Genevas ist. Genau. Das ist, das wissen wir noch nicht. Aber wir haben im Prinzip ganz stumpf einfach überlegt, ne, Latein ist die Sprache von damals, Ballerfreude heißt Unica, das ist sozusagen das, was wir hergeleitet haben. Und da wir jetzt im Prinzip dieses Thema, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, wir haben ganz viele lose Fäden, die wir in seiner Hand halten und irgendwie nicht so richtig beieinander kriegen, hast du gerade schon angedeutet, war ja die Idee, das fassen wir irgendwie in einer Art Gin-Wiki nochmal zusammen. Genau. Und versuchen das so peu à peu wachsen zu lassen, um dann irgendwie im Prinzip dieses Thema Querverlinkung auch irgendwie zu haben, dass man da vielleicht auch nachvollziehen kann, wie so eine Gin, also wie die Geschichte des Gins tatsächlich ist. Und das Wiki war auch die einzige Lösung, wir haben uns ein paar Sachen überlegt, wie man das einfach nur in einem Zeitstrahl zusammenbringt, aber es sind so viele Geschichten, die parallel laufen, wir müssen irgendwie sehen, wie wir das alles zusammenkriegen. Das ist vielleicht so ein Zeitstrahl oder so, das wäre vielleicht was, da könnte man nochmal nachdenken, wenn man irgendwie vielleicht mal so ein... Wenn man fertig ist. Wenn man eher fertig in Anführungszeichen ist, oder wenn man so ein bisschen den Überblick geschaffen hat und weiß, okay, wo ist denn Anfang, wo ist Ende, welche Zwischenstationen und Einflüsse gab es denn eigentlich, weil das haben wir auch schon gemerkt, dass sehr viel von außen dann Einflüssen kommt und so. Und dass wir da im Prinzip mal schauen, wo das Ganze dann hinführt. Das war ja so zu grob der Plan. Dann kommen wir schon das zum war so, Ende. Genau, ja? Diesmal eine etwas kürzere Folge, dafür hoffentlich ohne technischen Fehler. Genau. Kein Fauxpas diesmal. Genau, dann, ja. Nicht vergessen, abonnieren. Abonnieren.